Ja, und damit, hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Supremacy 1914. Dieses Mal an Tag, muss ich jetzt selber nachgucken, an Tag 108 sind wir jetzt schon, 108. Sind nur noch drei aktive Spieler, das sind wir Großmächte, die hier noch aktiv sind. Ja, und was soll ich sagen, Premium ist übrigens abgelaufen, deswegen habe ich jetzt nicht mehr die Premium-Funktion. Ist mir auch relativ wumpe, ich mache das jetzt eben noch von Hand, dafür wollte ich mir jetzt kein Premium mehr holen für die kurze Zeit. Ja, was haben wir sonst noch? Ich baue gerade hier die Festung Spanien aus. Also da werden jetzt Festungen gebaut und ein paar EBGs habe ich noch in Produktion zum Beispiel. Flughäfen werden jetzt überall hingebaut, also Fliegerhorste. Wird überall der Horst hingebaut. Und. Hier kann man noch was machen. Ihr seht, mit Öl haben wir es jetzt nicht mehr so knappe. Das liegt aber wahrscheinlich daran, weil wir jetzt die ganze Staffelproduktion wegfällt, sag ich mal. Also diese Produktionslisten, die ich da hatte, die fallen ja jetzt ganz weg. Und, es kommt Öl billiger. Es kommt bei Ressourcen billiger. Ich habe nur noch 4000 Stahl. Oder Eisenerz zumindest. Ja, ne? Oh, da war auch wenig von. Ja, so top sieht's nicht mehr aus. Dafür aber können wir jetzt noch ein U-Boot, komm, was soll's. Laufen in Barcelona halt auch die U-Boote aus. Ich gucke nochmal auf den Market. Da haben wir natürlich so gut wie gar nichts mehr. Denn die einzigen, die anbieten und kaufen, sind eigentlich nur noch wir drei. Ne? Aus Algerien ist jetzt. Da hat französische Westafrika mir knapp noch Djelfa weggeschnappt. Das ist jetzt auch Wumpe. Ich habe genug Öl. Es könnte natürlich ein bisschen besser sein und so. Aber gut, jetzt sind wir hier. Auf jeden Fall, Ostalgerien hat ja keine große Chance gehabt. Französisch Westafrika ist da sehr schnell drauf. Und ich glaube auch Indien, britische Indien hat dann hier, ich glaube gerade hier hat er bombardiert. Ne? So viel zu Peace und so. Ja? Shit. Okay, ist doch nervig, dass man das nicht in Produktion geben kann. In Auftrag sozusagen. Ja, viel kann ich jetzt gerade erstmal nicht machen. Ich sitze hier praktisch vor einer fertigen Karte, sammle hier und da noch ein paar Truppen und Heeresgruppen und ja, ich versuche jetzt eigentlich, wie gesagt, wirklich ökonomisch voll drauf zu knallen und überall noch Fabriken und sowas hinzubauen. Alles, was noch geht. Oh, 298 haben wir da schon. Nett. Ja, und dann werden wir wohl sehen, wie sich das Ganze da ergibt. Ach, da hat er Bomben. Ach, da hat er Fabrik. Aber keine Eisenbahn. Okay. Doppelprovinz. Hätte ich Eisenbahn gebaut. Auch hier. Und da. Na gut, da hat er wahrscheinlich zuerst den Aspekt auf Fabrikausbau gelegt. Auch nicht ganz verkehrt. Bringt auch definitiv Boni. Oh. Immer noch nicht die Fliegerhorst repariert. Das ist auch gut. Naja, ich überlege gerade, was ich euch noch alles zeigen kann, was man denn hier noch machen könnte. So. Mit vielem und so. Und viel gibt es ja da irgendwie gerade nicht. Ne, so. Ne, viel können wir gerade echt nicht machen. Ist so gut. Oh, wollte ich nicht hin. Es ist so gut wie beendet. Ich habe jetzt übrigens mal alle Bomber und Jäger da zusammengezogen. Glaube zumindest, dass es alle waren. Einer wird noch produziert. Das weiß ich aus dem Kopf. Intuition. Hat nichts mehr produziert, auch gerade nichts mehr. Nee, die Fabriken hier stehen still. Ich weiß nicht warum. Aber französisch Westafrika knallt hier ganz extrem gerade auf U-Boote drauf, ne? 67 hat er jetzt schon, damit er, glaube ich, doppelt so stark wie meine U-Boot-Flotte. Mal kurz nachgucken. Badang. Na komm. Ja, also ziemlich, ne? Mit 38 U-Booten habe ich jetzt nicht mehr so viel. 12 Schlachtschiffe habe ich dann noch, 43 kleine Kreuzer, 25, okay, das wissen wir ja, 25 bei den Jägerbombern, 52 Panzer, 138 Artilleriegeschütze, 16 Fässerballons und 3511 Infanterie-Einheiten. Können wir kurz gucken, was wir hier so alles auf den Blick kriegen. Ja, komm. Ich weiß, dass es nicht 8 sind. Damals 3005.
auch nett am Aufholen. 3.005 Infanterie, 147 Artillerie, 2 feste Ballone, 7 Panzer, 2 ÖBGs und ein Panzerwagen. Wie süß. Noch einen Panzerwagen rumgucken. Habe ich in diesem LP überhaupt einen Panzerwagen gebaut? Ich glaube gar nicht. Oh. Ja. British Indian 1418, 19 Artillerie, 2 Panzer, stimmt nicht ganz. Glaube ich. 19 Artillerie. Hätte doch mehr Artillerie. Ja, sag ich doch, da haben wir wieder 4 Artillerie. Warum er dich mitgezählt hat, weiß ich nicht. Da hatte schon 1195. Also sind da nochmal 1000, also über 2000 schon definitiv bei den Truppen. Ja, ist ein bisschen komisch, weil er hier nicht alle auswählt und was, aber gut. Kann hier jetzt nichts machen. Das ist KI-Denken, beziehungsweise Programm-Denken. KI? Pff, wie komme ich auf KI? Ja, gar nicht. Da können wir im Moment ja noch gar nicht viel machen. Nein, ich kann auch nicht mal eine Kaserne bauen. Geschweige denn, dass ich eine Kaserne bauen würde wollen. Bei unserem heftigen Minus von 133 in der Stunde. Von dem ich immer noch keine Ahnung habe, wie es überhaupt zustande kommt. Wahrscheinlich durch, hier durch. Ach, das gibt auch keinen Sinn. Der Damis, das habe ich nämlich durch Revolte erhalten. Ansonsten, es ergibt keinen Sinn. Ich habe sonst nichts erobert. Vielleicht, weil es meinen Provinzen einfach besser geht. Das können wir auch mal kurz machen. Tipp, tipp. Ja. Freuen sich soweit alle bis auf. Moment. Abu Dhabi, nur 60%. Suha, 60%. Alowaza, 76%. Alufuf, 92%. Bagdad ist mit 78% schlechter dran als Basra mit 94%. Ich glaube wohl, mein Hamster springt im Kreis. Das geht ja mal gar nicht. Wir können aber kurz mal nachgucken. Oh, ich hasse diese Ansicht irgendwie. Da, oh, sieht schon schön aus. Stabil? Stabil? Ich glaube, ich werde labil, ey. Oh yeah, können wir mal machen. Wir haben bestimmt noch anderswo zerstörte Kasernen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, noch ein paar. Ja, hier und da, ja, es ist, pff, ja, nochmal, ja, noch eine, beziehungsweise abgeschaltete diesmal. Ich will definitiv mal auch mein ganzes Getreide in der Produktion so hochhauen, dass ich dann alle Kasernen anschalten kann. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Oder zumindest Spanien voll mit Kasernen bauen kann. Hier haben wir ja schon doppelt. Weil überall schon doppelte Kasernen. Oh, die sind ausgeschaltet. Oh. Mit dieser Runter-Switch-Fehler da. Von dem teilweise auch vermutet wird, dass es Absicht ist. Aber ich verstehe nicht, warum das hier Absicht sein soll. Ist eher nervig. Allerdings, wenn es auf mehreren Karten auftritt, könnte... Ah, doch, nee, es könnte auch ein Fehler sein. Das muss nicht Absicht sein, es könnte wirklich ein Fehler sein. Ja, jetzt habe ich vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ist auch wieder richtig praktisch. Wieder voll mein Tag heute. Saragossa, was war das da? Barcelona. Valencia hat noch keine. Da hat noch keine. Hat noch keine. Auch noch keine. Compra, Chambra hat noch keine. Hat noch keine. 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 Hm, gut. Also noch keine Kasernen vorhanden. Palma, auch noch keine. Hätte eigentlich wissen müssen. Ah, Palma dafür, Festung Stufe 5. Moral plus 25%, Schaden minus 91. Wenn die Festung mal nicht so schnell down gehen würden, wäre es ja irgendwie cool. Also mit. Ja, mit so 3 Schlachtschiffen, 3 Kreuzern. Würde die nicht so lange halten, je nachdem wie viel Infanterie drin ist. Also das ist dann ein wenig merkwürdig teilweise. Hätte man ein bisschen besser machen können, muss ich sagen, dass die Festung auch ein bisschen mehr bringen. Weil wenn ich da jetzt mit denen hier durchklatschen würde, pff, das kannst du vergessen.
Ja, bringt dir die Festung für ein paar Minuten was, dann ist schon ein Level runter, dann nochmal ein Level nach ein paar Minuten, nochmal ein Level und dann kannst du eh knicken. Und dann war's das mit der Festung. Dann war's das. Ist nicht cool, aber ist leider Fakt. Und bevor ich mir jetzt noch irgendwas aus der Nase ziehe, ich weiß gar nicht, was ich hier noch machen kann. Nee. Gibt irgendwie gar nichts mehr hier, so was ich hier zu groß machen kann. Die Karte ist echt wirklich fast zu Ende. Ich will immer noch wissen, was das für eine mysteriöse militärische Einheit da oben in der Ecke ist. Bestimmt Admin-Einheit. Admin-Einheit, das sind die ganz fiesen Einheiten. Das sind Piraterie-Einheiten, ja? Wenn das eine Admin-Einheit ist, ne, dann macht die ganz fiese Piratensachen und so. Ja. Ergibt voll Sinn, was ich sage, ich weiß. Nee, ja. Ich würde mal sagen, für heute war es das schon mal. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt war. Bestimmt nicht lang. Aber viel mehr kann ich jetzt nicht machen. Ich kann hier Stuss reden und labern, wie ich will. Aber das bringt uns ja nicht weiter letztendlich. Insofern würde ich einfach mal sagen, für diese Folge war es das. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn die Karte dann irgendwann auch mal zu Ende ist. Wahrscheinlich. Ich könnte kurz nochmal gucken, was mit Index der Macht so steht. Ja, komm, Französisch, Westafrika, machen wir mal ein bisschen Wirtschaft und so. Militär ist, glaube ich, nicht so nützlich, wenn man Punkte sammeln will. Index der Macht Punkte. Ist Militär, glaube ich, nicht so nützlich. Also, ich glaube, es bringt eher, wenn man die Provinzen alle auf Vordermann bringt und wirklich moralisch komplett draufballert. Dann bringt es, glaube ich, mehr. Aber cool. Cool, auf jeden Fall. Ja, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wie gesagt, wenn die Karte schon irgendwann dann mal auch mal zu Ende ist. Und ja, ich würde sagen, bis dahin. Wir hören uns, wir sehen uns, wir schauen uns. Bis dahin, haut rein und tschüssili.